Herzlich willkommen zu dem Künstlergespräch im Rahmen von der Ausstellung mit Celia über die Vernetzung als Künstlerin. Da wir auf die gegenwärtige Situation flexibel reagieren müssen, haben wir die physische Ausstellung auch in ein Online-Format übertragen und dieses Rahmenprogramm begleiten wir mit einer Vielzahl an Künstlergesprächen, mit einer Panel-Diskussion, zwei Panel-Diskussionen, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, denn die Ausstellung ist eine Kooperation mit Künstlerinnen aus München und aus Riga. Sprich, wir haben beide Länder, beide Seiten vertreten und die Ausstellung ist ein gemeinsames Nachdenken, wie künstlerischer Erfolg von einem gesunden Netzwerk abhängt und fragt auch, inwiefern, wie dieses Netzwerk aussehen soll, gerade in unserer neoliberalen Gesellschaft, in der Wettbewerb doch häufig über Solidarität steht, wie künstlerischer Erfolg durch dieses Netzwerk bedingt wird und insbesondere wie Künstlerinnen in einem erfolgreichen Netzwerk sich positionieren sollen. Denn auch 2020 ist es leider noch Realität, dass Gender maßgeblich zu Erfolg oder Misserfolg beiträgt. Dazu gehören aber auch natürlich sozialer Hintergrund, Hautfarbe und weitere Faktoren, die wir im weiteren Rahmen in irgendeiner Form erörtern wollen. Und gerade auch in Zeiten von Corona ist es uns auch ein Anliegen, darüber zu sprechen, wie wir künstlerischen Erfolg vielleicht neu definieren müssen, gerade in Zeiten, in denen wir alle doch mit erheblichen Einschnitten zu rechnen haben. Es ist wichtig, darüber zu sprechen, wie wir gemeinsam Erfolg weiter definieren möchten. Denn eines ist ganz sicher, zur Normalität zurückgehen ist für viele keine Option mehr, denn die Normalität wird es wahrscheinlich in so einer Form nicht mehr weitergeben. Heute ist meine Gesprächspartnerin, und darüber freue ich mich sehr, Sabine Schlunk, die gemeinsam mit ihrer lettischen Partnerin Gunnar Millerson gearbeitet hat und wir gemeinsam über gewisse Faktoren sprechen werden. Liebe Sabine, herzlich willkommen. Es freut mich sehr, mit Hallo. dir heute zu sprechen. Und ich Hallo. werde gleich deine Arbeit einblenden, damit wir wissen, über was wir hier eigentlich sprechen. Deine Arbeit hat ja eine ganz spezielle Position im Rahmen der Ausstellung, die sich neben dem künstlerischen Vernetzwerken auch mit Fragestellungen um das Ökosystem auseinandersetzt. Wir haben ja das Denkmuster oder die Figur des Myzels gewählt, also der Pilzkeimzelle, der Verwurzelung. Und du bringst uns ein spezielles Ökosystem mit in Form eines Moores. Und ich zeige das hier einmal, damit wir alle wissen, um was es sich hier handelt. Hier sieht man einmal den Work in Progress quasi. Möchtest du uns einmal hindurchführen, was deine Zielsetzung bei dieser Arbeit war und wie es sich quasi zu dem Ausstellungsthema verhält? Ja, ich habe mit Gunnar Millerson viel Austausch gehabt, besonders schriftlich. Es kam zu keinem Gespräch. Das heißt, wir sind beide noch ganz frisch, was das betrifft, uns kennenzulernen. Aber es war nichtsdestotrotz sehr tief. Sie hat mir sehr viele Geschichten geschrieben und ich habe ihr Geschichten geschrieben über meine Vergangenheit, über die Vergangenheit unserer Vorfahren. Und das hat mich sehr inspiriert. Also meine Fantasie ist richtig beflügelt worden dadurch. Was von Anfang an klar war, das war, dass sie einen sehr starken Bezug zur Natur hat. Und ich habe auch einen sehr starken Bezug zur Natur. Und das hat uns im Prinzip gleich verbunden. Sie hat mir Bilder geschickt von ihrer Malerei. Also sie malt viel Natur, also viel Landschaften mit Öl auf Leinwand. Die sind recht groß, also 1,40 Meter mal 1,20 Meter. Und ich arbeite gerne mit der Natur, also mit Materialien aus der Natur, wie Stein, Sand, Erde, Wasser. Und hatte in diesem Fall das Gefühl, ich möchte wieder was machen zu ihren Bildern.
Und habe in der letzten Zeit viel mit dem Material Moor zu tun gehabt. Besonders, weil ich selbst viel heilende Moorpackungen bekommen habe. Ich hatte eine Knieverletzung und da habe ich das halt an meinen Knie bekommen und auch auf dem Rücken. Das Moor war 46 Grad erhitzt. Ich habe mich draufgelegt und hatte das Gefühl, wow, das wirkt echt Wunder. Und wenn etwas für mich so heilend wirkt, dann hatte ich das Gefühl, dann kann es für alle anderen auch noch ganz heilend wirken. Und außerdem ist es ein Material, was sehr, es hat ein sehr mystisches Gefühl für mich, weil die Farbe ist schon mal so ganz schwarz und ein bisschen bräunlich, so ganz dunkel, tief. Es ist sehr wässrig. Es hat einen ganz leichten Geruch. Ich würde sagen, so ein bisschen Schwefelgeruch. Man riecht es nicht doll. Es ist fast mehr wie so ein Gefühl. Also es passt sehr gut zu so einem unterirdischen Gefühl. Und dieses Gefühl spiegelt sich auch in unserem Titel wieder. Es ist ja Smell of Mysteries, also der Geruch von Mysterien, von Geheimnissen. Diese Mysterien und Geheimnisse fanden wir beide in unseren Geschichten aus der Vergangenheit, also diese Geschichten, die wir uns erzählt haben. Also zum Beispiel hat mir Guna gleich in ihrem ersten Brief erzählt, dass am Ende des Zweiten Weltkrieges oder vor Ende des Krieges haben in dem Haus, was ihre Mutter damals gewohnt hat, deutsche Soldaten gewohnt. Und als ich das gehört habe, habe ich gleich einen Schreck gekriegt, weil ich dachte, oh, das kann wahrscheinlich nichts Gutes bedeuten, dass da deutsche Soldaten gewohnt haben. Und sie hat aber gleich geschrieben, es war durchaus eine nette Begegnung, weil die haben letztendlich das Ende des Krieges zusammen erwartet. Die haben zusammen musiziert, gesungen und haben viel zusammen geangelt. Es war eine ganz friedliche Situation und ich hatte das Gefühl, das ist irgendwie so schön, mir vorzustellen, wie sie vielleicht sogar im Kreis gesessen haben und kommuniziert haben, musiziert haben und das Ganze nichts mit Krieg zu tun hatte, nichts mit Gewalt zu tun hatte, sondern mit einer ganz friedlichen Situation. Deswegen habe ich gedacht, es wäre doch schön, so eine Art Friedenskreis oder eine kreisförmige Installation zu bauen aus Gemälden von ihr mit Moor in der Mitte, mit einem Kreis aus Moor. Also es könnten ja auch die Personen sein, die sich gegenüber sitzen im Kreis und kommunizieren. Ich habe auch mal so eine Situation erlebt in den USA, wo ich länger gelebt habe und als Künstlerin und Kuratorin gearbeitet habe. Da hatte ich eine Ausstellung organisiert mit indianischen Künstlern und es gab dann ein Gespräch mit denen und es war ganz klar, die setzten sich im Kreis zusammen zu dem Künstlergespräch. Es war so eine sehr friedliche, harmonische Atmosphäre. Auch die Gespräche fanden sehr ruhig und gelassen statt. Und es entspricht meiner eigenen Mentalität, glaube ich auch. Und deswegen komme ich auch auf so eine kreisförmige Kunstinstallation. Das ist auch nicht das erste Mal, dass ich im Kreis gearbeitet habe. Also dieses ruhige, entspannte, harmonische ist etwas, was mir sehr gefällt. Das ist auch ganz interessant, wenn man das in Relation zu der Ausstellung wiederum sieht, weil es natürlich auch einen Begriff des Netzwerkes eingeht, der viel eher an eine Gemeinschaft erinnert. Und du hast ja gerade schon einmal eine indigene Gruppe in den USA genannt. Und in unserer neoliberalen Gesellschaft ist die Idee von Gemeinschaft ja immer an bestimmte Teilbereiche gekoppelt. Und ich finde es ganz interessant, dass ihr in eurem Nachdenken über Netzwerk eigentlich das Miteinander viel stärker ins Zentrum gerückt habt. Und gerade auch im Bereich eines Ausstellungsbereiches ist es nochmal ganz interessant, weil ihr diesen intimen Raum durch die Aufhängung der Malereien schafft und dadurch auch dem Betrachter, den wir in dem Fall hoffentlich noch persönlich in die Ausstellung bekommen, momentan aber das online versuchen zu ergänzen,
auch sich nochmal einen ganz spannenden Bereich von Netzwerk widmet, und zwar das Miteinander. Und wir haben im Rahmen der Ausstellung ja auch viel über die entgiftende Wirkung gesprochen, denn Mycelien, die Pilzsporen, sind wahnsinnig spannende Organismen, denn sie schaffen es immer wieder, toxische Materialien zu befördern und den Waldboden auf die Weise fruchtbar zu halten. Es gibt ganz viele Bakterien, die es schaffen, beispielsweise Plastik in kleinen Materialien umzuwandeln. Und gerade dieser Begriff der Entgiftung im Sinne von etwas Toxisches in ein anderes Produkt, das fruchtvoller ist, umzuwandeln, in dem Rahmen sehe ich eure Arbeiten, die damit einen ganz interessanten Einblick geben, was Netzwerke denn auch so sonst noch leisten sollten. Ja. Wenn du über deine Zeit zusammen mit deiner Partnerin quasi nachdenkst, welche Dinge habt ihr denn durch eure gemeinsame Zusammenarbeit gelernt? Also welche Herausforderungen, potenzielle Hürden habt ihr denn gemeistert? Ich glaube, was am interessantesten war, das war, dass ich am Anfang versucht habe, mit Gunnar zu telefonieren oder zu skypen, dass wir eben das gesprochene Wort mit benutzen können oder uns auch sehen können, weil das für mich eine angenehme Art der Kommunikation ist, sich zu unterhalten, das Gesicht des anderen dabei zu sehen und die Stimme zu hören. Und sie sagte nur oder sie schrieb nur, dass ihr das nicht so passt, weil sie nicht so gut Englisch sprechen kann. Und da habe ich gedacht, okay, dann greifen wir zu den rudimentären Formen der Kommunikation, eben der Schrift, also zurück. Also früher hat man ja sowieso mehr Briefe geschrieben. Und wir haben dann halt Briefe geschrieben. Also jetzt nicht per Papier und Stift, sondern E-Mail-Briefe. Und es war irgendwie ganz spannend, war auch ein bisschen aufregend, weil wir hatten ja im Prinzip ein Blind Date und haben uns eben gleich Dinge über uns berichtet, auch mitunter sogar intime Dinge und Bilder geschickt. Ich habe zum Beispiel aus meinem Haus auf dem Land, was meine Großmutter mir hinterlassen hat, Bilder geschickt, wie ich da sitze in der Küche und ihr schreibe, also dass sie halt weiß, wo ich bin, während ich an sie denke. Und sie hat von ihrem Ort viel berichtet. Sie wohnt auch eher in einer kleineren Stadt, ja, eher so eine ländliche Gegend, und hat halt auch Fotos geschickt von dort, wo sie lebt. Das war irgendwie ganz spannend. Jedenfalls ist meine Fantasie gleich ganz wach geworden und lebendig, und mir fiel ein, was wir zusammen machen können. Das ist eigentlich eine der spannenden Dinge in all den Gesprächen, die wir hier im Rahmen der Ausstellung führen, ist, dass ihr alle euch versucht habt, über das Private anzueignen, wie dann der andere lebt und darauf zu reagieren. Und das ist bestimmt eine der Dinge, die wir im Bereich von Netzwerk vielleicht oft unterschätzen, dass es durchaus um sehr viel Persönliches geht. Also das neutrale Netzwerk gibt es in der Form nicht. Und ja. Wenn wir oft Karriere als was sehr Neutrales begreifen, in die Arbeit hineinstecken und am Ende kommt was dabei raus, und beschätzen wir dabei eigentlich diesen emotionalen Faktor, der in jeglicher Form beim künstlerischen Schaffen ja immer eine ganz große Rolle spielt. Und gerade bei Kooperationen und Kollaborationen ist das Persönliche nicht zu unterschätzen und wahrscheinlich auch das Zentrale in dem Raum. Ja, das ist, glaube ich, auch etwas, was Frauen besonders gerne mögen, sich auch über persönliche Dinge auszutauschen. Ich weiß nicht, ob das eine Stigmatisierung ist, aber aus meiner Erfahrung schaffen Frauen gerne auch Nähe damit. Ja, so ein vertrauensvolles Verhältnis ist ja auch eine Art Netzwerk. Ja, die Kunst ist das eine, das andere ist unser persönliches Leben. Wo leben wir, was tun wir, mit wem leben wir zusammen, wo kommen wir her? Das ist ja auch eine Form, sich verletzbar zu machen. Ich glaube, die Transparenz oder der
den Mut, transparent zu sein und was Persönliches einfließen zu lassen. Das ist bestimmt eine der Dinge, wie auch Netzwerke gelingen. Und ob da ein Genderunterschied gibt, ganz bestimmt, ob die emotionale Variante die einzige ist. Ich glaube, dass die Emotionalität in verschiedenen Geschlechtern anders funktioniert, ganz klar. Und wahrscheinlich ist die Verbindung von sich verletzbar machen und mutig Dinge zu teilen. Vielleicht ist das eine Form von gegenderter Wahrnehmung. Ja. Was sind denn deine persönlichen Gedanken? Jetzt haben wir schon gerade das Persönliche angesprochen. Was sind denn deine persönlichen Gedanken zu künstlerischem Erfolg? Oh, zu künstlerischem Erfolg, ja, das ist eine interessante Frage, weil ich weiß, dass es da ganz unterschiedliche Meinungen gibt und ich habe mein ganzes Leben oder mein künstlerisches Leben darüber nachgedacht, was ist es eigentlich? Und letztendlich ist es für mich, dass das Tun ist ganz wichtig, das künstlerische Tun. Also da geht es ganz klar um mich selbst, dass ich zum Beispiel was Haptisches tue, was mit meinen Händen etwas, was viele Sinne befriedigt, also das Hören, das Sehen, das Tasten, auch das Riechen. Also ich mag gerne, wenn in meiner Kunst verschiedene Sinne auftauchen, Sinne angesprochen werden. Das ist mir ganz wichtig. Ich wollte eigentlich gerade weggehen von dem digitalen, so eine Besinnung auf das Wesentliche, was für mich viel mit der Natur zu tun hat, viel mit dem Menschsein zu tun hat, mit Tieren, all das, was eben eher Fleisch und Blut ist. Und ja, nun kommen wir wieder zurück zum Digitalen. Klar, das hat auch seinen Reiz und ich finde es auch interessant, das beides miteinander zu verbinden. Und deshalb ist für mich auch wichtig, zu kommunizieren durch meine Kunst, einen Austausch zu haben. Es macht mir sehr viel Spaß, eben wenn ich eine Ausstellung habe, also wenn ich meine Kunst zeige, wenn ich mich mitteile und wenn andere Leute dadurch erreicht werden, wenn andere Leute sich mitteilen, auch wenn das nur eine kleine Begegnung ist, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt arbeite, ich stand in der Kunsthalle und habe meine Finger, meine Kleidung, alles war voller schwarzbrauner Schlamm. War interessant, was die Leute gesagt haben, die da so zufälligerweise vorbeigekommen sind, die Reaktionen zu erleben. Das ist für mich schon Erfolg. Es geht mir nicht so sehr darum, Geld zu verdienen damit. Natürlich ist das auch immer schön, wenn es passiert. Aber für mich ist es schon wichtiger, das Tun an sich, das Zeigen, das sich austauschen dadurch, sichtbar zu sein, vielleicht eine Spur zu hinterlassen, kleine Spur auf der Welt zu hinterlassen. Du hast gerade auch den finanziellen Aspekt genannt und mir ist es im Rahmen dieser Ausstellung sehr, sehr wichtig, auch den finanziellen Aspekt zu benennen, weil in der Kunst, wenn wir über Erfolg sprechen, sehr, sehr häufig eher der Ausdruck, das Effektive, eine Art von Berufung auch immer mit dem Beruf zusammen gedacht wird, aber der finanzielle Aspekt häufig aus Scham und häufig auch, weil man nicht ganz so transparent ist, lassen wird, um an der Stelle ganz transparent zu sein. Du hast aber auch noch einen Job, sprich du bist nicht unbedingt angewiesen, deine Kunstwerke zu verkaufen. Ja, genau. Ich habe einen Brotjob. Ich arbeite in der Psychiatrie, in einem Kunstatelier in der Psychiatrie als Kunsttherapeutin mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Und das ist nochmal eigentlich eine sehr spannende Sache. Also Brotjob ist gar nicht das wirklich gemeint. In vielen Fällen sind das ja auch sehr artverwandte Berufe, in anderen Fällen eben nicht. Aber das ist einmal auch transparenterweise hier einmal mit benannt wird. Wenn du über dein persönliches Netzwerk und die Art von Solidarität nachdenkst, welche Strukturen helfen dir ganz persönlich bei deinem
künstlerischen Erfolg? Na, es hilft mir besonders, auf alle Fälle Kontakt zu anderen Künstlern zu haben. Also die Gruppe, in der wir jetzt für Mycelia zusammenarbeiten, ist sehr hilfreich für mich. Es ist auch hilfreich, eben mit Künstlerinnen zu arbeiten, die halt nicht hier sind, wie die Künstlerinnen aus Lettland. Interessanterweise funktioniert das ja auch digital, wie ich jetzt gelernt habe. Wir arbeiten dran. Es gibt natürlich auch diese Institutionen wie die GDOC, ne? Das ist schon wichtig, auch sich da kennenzulernen, sehen, was macht die andere Künstlerin für Kunst. Gibt es Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten, sich auszutauschen, die Arbeit zu teilen? Also indem wir die Ausstellung organisiert haben, haben wir ja viel Arbeit auch geteilt. Es gibt ja viel zu tun dafür. Ja, es gibt aber jetzt auch eben dadurch, dass wir sehen, wie alles aussieht in der Ausstellung, Gedanken, die sich dann entwickeln. Ne? Das ist sehr inspirierend, finde ich. Ich habe auch noch viele Kontakte zu Künstlern aus den USA und wir organisieren auch dort eine Ausstellung zusammen, so eine Ausstellung, die vielleicht alle 2 bis 3 Jahre wiederkehrt, mit vielen Künstlern, mit denen ich zu tun hatte, als ich dort 7 Jahre gelebt hatte und eine Galerie geleitet habe, ein Kunstzentrum. Und ja, interessant, dass es die auch immer noch gibt, die Leute, und die weiterhin zusammenarbeiten wollen. Das ist auch bestimmt, um das nochmal auf die Frage zuzuspitzen, würdest du dem zustimmen, dass dein persönliches Netzwerk viel auch auf Langfristigkeit oder ein Commitment auch für die gemeinsame Sache einzutreten steht? Ja, langfristig ist gut, weil man kennt sich dann schon, weiß, wie man arbeitet. Viele Sachen gehen einfach viel einfacher dadurch. Die Wege sind kürzer, ja. Also die Vernetzung ist natürlich auch da vorhanden. Das Netz ist stärker, wenn es schon länger existiert. Welche Eigenschaften braucht man deiner Meinung nach für eine erfolgreiche und gelungene Kooperation? Man muss bereit sein, sich aufeinander einzulassen. Offenheit ist wichtig, zu schauen, was macht der andere, was mache ich, wie könnte das zusammenpassen. Ein bisschen Empathie ist, glaube ich, nicht schlecht, wenn man sich auch reinfühlen kann, wie tickt jetzt ein anderer Künstler, wie funktioniert ein anderer Mensch. Es ist ja immer beides vorhanden, der Künstler, der Mensch. Man muss kommunizieren. Ja, also wenn natürlich die Kunst als solches noch irgendwie zusammenpasst, ist es natürlich auch schön, dass es da so Parallelen gibt. Das so, ja, wie wenn in der Musik passt es ja auch zusammen, wenn die Musikstile harmonieren, wobei in unserem Fall harmoniert ja nicht alles, weil 10 Künstlerinnen machen ganz unterschiedliche Arbeiten. Aber da ist dann halt die Offenheit wichtig, sich darauf einzulassen. Und auch die Form der Improvisation. Und ich glaube, die Improvisation haben wir alle im Rahmen der Ausstellung und auch mit der gegenwärtigen Situation definitiv genießen und auch gemeinsam viel auf dieser Reise gelernt. Liebe Sabine, ich darf mich an der Stelle ganz herzlich bei dir bedanken. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, falls Sie es noch nicht schon getan haben, schauen Sie sich unbedingt noch den Ausstellungsrundgang an, bei dem wir eine Führung eingesprochen haben, Sie einmal quasi mit auf die Reise nehmen. Die Ausstellung gibt es physisch, bedingt durch die gegenwärtige Situation müssen wir noch ein wenig darauf reagieren und haben das meiste online für Sie zusammengestellt in unterschiedlichen Formaten. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Nutzen Sie dabei Hashtag Mycelia Muck, Mycelia Ausstellungstitel Muck MC als Stadt München, damit wir mit Ihnen in Interaktion treten können. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören und bedanken uns an der Stelle ganz herzlich. Vielen Dank.